Bericht des wissenschaftlichen Offiziers. Ich wurde auf den Nostromo versetzt. Die entsprechenden Papiere sind geschrieben und ich habe Zugriff auf den Mutter 6000 Hauptkommando. Ja, keine Ahnung, warum wir jetzt hier nochmal hier sind. Captain Dallas und der leitende Offizier da hinten, da müssen wir ja nicht. Irritiert, aber das war zu erwarten. Hat er Probleme? Jetzt bleibt nur noch auf eine produktive Reise zu warten. Türkontrolle. Ash, Tür öffnen. Ende. Wir gucken mal kurz hier rein, wegen den Texten. Nicht, dass wir sie dann nochmal holen müssen. Nee, müssen wir nicht. Das ist ganz gut. Allerdings die ganzen... Ich glaube, die Sachen, die wir vorhin uns markiert haben, oder? Nee, die sind gesehen. Das ist ganz gut. Dann müssen wir das nicht nochmal, auf jeden Fall nicht nochmal machen. Sicherheitsgitter und das Lager. Achso, Nostromo-Logs. Da haben wir bis jetzt nur das zweite. Wir hätten das eine auch noch haben können, aber das habe ich irgendwie übersehen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. So, wann ist der hier durchgekommen? Das habe ich nicht ganz mitbekommen, aber ist gut. Dann halt nicht. Ich gehe mal hier kurz schnell runter vorbei und so weiter und so fort. Jetzt muss ich das jetzt nochmal machen? Scheinbar. Kurz das und das und das miteinander verbinden. Danke. So. Gehen wir kurz hier hin. Über Tote zu steigen bringt eigentlich Unglück, aber hey, was soll's? Mann, ey, ich hasse dieses Alien gerade. Vor allem, weil es oft einfach so aus dem Nichts kommt, teilweise unbegründet. Wie das eine Mal, als wir hier waren. Dass er zweimal da aus dem Schacht rausgesprungen ist. Hauen wir einfach mal hier ab. Falls Sie diese Anlage in einem unannehmbaren Zustand vorfinden sollten, wenden Sie sich bitte an uns. Verschlossen. Wollen Sie mehr über Sevastopols Sicherheitsvorschriften erfahren? Ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Egal. Wir gehen mal kurz hier weiter. Checken, wo wir hier hinkommen. So. Jetzt sind wir ganz oben. Treppenhaus. Greifen mal schnell aufs Terminal zu. Holen uns die Daten. Verschwunden. Plündern. Die schauen wir uns durch. In Sicherheit. Hier, so, jetzt nochmal.
Plündern, Lincoln, Eric, hören Sie mich, Eric? Der verfluchte Funk ist schon wieder am Spinnen. Hören Sie mich, Eric? Lincoln hier, hören Sie mich? Ich hab's zum Tech-Support geschafft. Ich habe ein paar Wasserkanister und Batteriepacks mitgenommen. Oh, und ein paar Werkzeuge. Das meiste wurde bereits geplündert. Ich werde versuchen, in den Tresorschrank einzubrechen. Ich glaube, die bewahren da drin Sicherheitshacker auf. Könnten wir gut gebrauchen. Aber ich werde nicht viel länger hier unten bleiben. Hier ist, ich weiß nicht. Es ist einfach absolut unheimlich hier unten. Ich will zurück in den Frachtraum. Rufen Sie mich an, wenn Sie diese Nachricht erhalten, okay? Okay? Ah, verschwunden. Roscoe, es hat sie geschnappt und ich konnte nichts tun. Erst hat es Doug zerrissen, dann hat es Liam halbiert und wie eine Puppe beiseite geschmissen. Dann hat es Emma in die Ecke gedrängt. Ich war im Schatten. Es hat mich nicht gesehen. Emma hat nach mir gerufen, hat um Hilfe gerufen, aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte solche Angst. Es hat sie geschnappt, aber ich werde sie finden. Falls Sie das lesen, bewaffnen Sie sich. Haben wir ja, haben wir ja, haben wir ja. Okay, laufen wir mal hier ein bisschen weiter. Nein, nicht schon wieder. Ach Gott im Himmel. Sorry. Heute wischt uns aber ziemlich oft. Ja, okay, gut. Ich sollte endlich mal so ein bisschen Ablenkungszeug benutzen. Ich versuche mich immer an dem vorbeizuschleichen, weil ich... Oh Gott, draußen ist voller Nebel. Silent Hill ist hier. Entschuldigung. Weil ich denke immer, ja gut, wir können das Ding sicherlich irgendwie umgehen. Die entsprechenden Papiere sind geschrieben und ich habe Zugriff auf den Mutter 6000. Den haben wir schon freigelassen. Okay. Captain Dallas und der leitende Offizier scheinen von meinem Äußeren irritiert, aber das war zu erwarten. Jetzt bleibt nur noch auf eine produktive Reise zu hoffen. Ash, Ende. Ich hoffe, der hört das nicht, was wir da hier machen. Jetzt lasse ich einfach mal das Ding da, wo es ist. Einsammeln. Gehen weiter hoch. Versuch mal schneller als der Typ da zu sein. Gott, der holt uns ein! Lauf, Sally! Lauf! Ich weiß, sie heißt Sally. Jetzt muss er da Notizen machen. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. So, die Notizen sind ja gespeichert. An sich. So. Um uns zu beruhigen, benutzen wir das nochmal. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Es gibt einige Leichen, aber die anderen verschwanden durch die Lüftungsschächte. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte... Wartungszugang verschlossen.
Bestätigt, Ramsay. Es gibt kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager befreundet, Scheiße. Die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew mit deren Waffen. Irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass hier es Ich dachte, wir müssen aufhalten. Das andersweitig machen. Okay. Oh oh. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der uns hier nichts macht. Dann warum sollte er? Hat ja kein Beef mit uns. Hat ja keine roten Augen. Gehen wir mal wieder hier hoch. Da hinten sehen wir das Zusperrungsding. Runter schleimen gehört. Ladungspack. Oh nein. Mist. Kommen wir jetzt hier raus? Nirgendwo scheinbar. Okay. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Hm. Kommen wir jetzt hier durch? Nein. Das ist wie im Film. Ich bin noch nicht blöd und gehe da durch. Aber ehrlich gesagt weiß ich auch gerade nicht, wo ich rausgehen soll. Schon. Hm. Da komme ich ja nicht weiter. Ich muss ja eigentlich wieder zurück, Vorratsspeicher, zum Treppenhaus, nehme ich mal an. Thank you.
Verdammt! Ach nee. Ach Mensch, das ist doch blöd. Ach. Ehrlich, ich krieg das nicht hin. Ich weiß gerade nicht, wie ich das mache. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich überhaupt machen soll. Wenn ich das Treppenhaus abgesperrt habe, wo soll ich denn dann da hin? Das nervt mich gerade ein bisschen. Ich wurde auf den Nostromo versetzt. Die entsprechenden Papiere sind geschrieben und ich habe Zugriff auf den Mutter 6000 Hauptcomputer. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Zum zweiten Mal. Aber das war zu erwarten. Jetzt bleibt nur noch auf eine produktive Reise zu hoffen. Ash, Ende. Ach, Manno. Durchrennen bringt auch nichts. So richtig. Sich da richtig umsehen hat auch nichts gebracht. Finde ich. Wurden ja sowieso dann wieder aufgehalten oder aufgesperrt. Wahrscheinlich konnten wir dann durch diese Tür da unten gehen. Ach, vielleicht hätte ich doch zuerst durch die erste Tür gehen sollen. Naja. Sei es drum, weil irgendwann wird das Alien, ich weiß nicht, warum es aus ihren, aus seinen Löchern dann kommt. Okay. Den Typen hat's erwischt. Einen der Marshals. Ist man an sich ja sicher? Warum konnte man... Wäre es nicht einfacher, in eine Zelle reinzulocken? Hm. Toll. Über einem. Hier verstecken geht nicht. Das ist ja so gut wie gar nicht. Okay, gut. Gut zu wissen. Versuchen wir es nochmal. Terminal zugreifen. Machen wir das schnell. Eine Warnung. Waffenruhe. Shit. Eine Warnung und Waffenruhe müssen wir da lesen. Und Zellen öffnen. Haben wir jetzt gerade gemacht. Wir gehen da kurz hin. Und
sehen da wenigstens noch jemanden. So, keine Ahnung, warum die da gestorben ist. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber wir lesen nochmal Waffenruhe. Von Waits. Sinclair, ich weiß, wir haben unsere Differenzen seit der Ankunft von Ihnen und Ihrem Sicherheitsdienst auf Sevastopol. Aber die momentane Lage ist ernst. Wir müssen eine gewisse gemeinsame Front bilden. Im Gegenzug zu Ihrer absoluten Kooperation bin ich bereit, meine Ermittlungen über Ihre Schwarzmarktaktivitäten einzustellen und alle Anschuldigungen bezüglich des Marshall-Büros im SysTech-Turm, von wo aus Sie und Ihre Gaunerkollegen ihre Geschäfte führten, zurückzuziehen. Packen wir die Sache richtig an. Marshall Waits. Ah, der wollte also mit ihm zusammenarbeiten. Waits. Sinclair. Mir liegen bestätigte Berichte vor, dass Sie und Ihre Männer auf Zivilisten schießen und Vorräte plündern. Wenn ich einen Weg finde, dieses Wesen zu töten, hoffe ich, dass es Sie schon vorher gefunden hat. Waits. Das ist interessant, das hat er ihm erst angedroht. Nee, hat er nicht, das ist andersrum. Die Warnung kam nach dieser Waffenruhe, die da angeraumt hatte. Wenn wir schon sind, dann können wir gleich nochmal kurz gucken, wen wir da gefunden haben. Taffler gefunden. Ich find's doof, dass es hier keinen Speicherpunkt gibt. Und wir müssen halt das machen. Mit der Absperrung. Ah, Jesus, warum? Warum kann es nicht einfacher sein? Wartungszugang verschlossen. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Sperren Sie das Treppenhaus ab. Machen diese Aufzeichnung für alle, die nicht hier waren, als es passiert ist. Ich weiß nicht, wer entkommen ist. Niemand. Ich weiß, wir hören uns das jetzt nochmal an. Das höre ich mir aber eher zur Beruhigung an. Einer nach dem anderen. Die Türen waren verschlossen, aber die Lüftungsschächte an der Decke waren offen. Es gab kein Entkommen und keinen Erlöser. Fast wie ein Fuchs im Hühnerstall. Wir beide haben zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es im Einkaufszentrum ein Lager Befreundeter, die den Marshalls noch trauen. Und auf der anderen ist Sinclair und seine Idioten-Crew und deren Waffen irgendwo im Wohnbereich. Ich bezweifle, dass sie es einfach aushalten. Alien? Wir haben dich gesehen? Wie du da rumstolzierst und schleichst? Hau ab! Das musste jetzt leider sein. Sorry! Verschwinde! Böse! Ich wünschte, wir müssten das nicht tun. Aber wir mussten es tun. Das bitte nicht übel, Alien. Ehrlich gesagt wusste ich gerade nicht. Vorratsspeicher verschlossen. Okay.
Verschwindest du! Okay, wir haben es gleich geschafft. Lass mich! Mist, verdammter. So. Bleib, wo du bist. Können Sie mich mit Ripley verbinden? Sie sind bereits verbunden. Ripley! Es gibt einen Führungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabriegelung einleiten können. Ja, Mann. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Aktivieren Sie Ricardos Umgehungsbefehl. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Bei der nächsten Folge wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich wünschte nur, es wäre einfacher. Wesentlich einfacher. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.